Jo, also wieder bei Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal haben wir diese Splitterdimension hier betreten und sind nun an der Oscor-Anlage, die ja sich ein kleines bisschen unterscheidet von der Hauptdimension, weil es sie dort nicht mehr gibt. What's a natural resource plant? It's a factory that puts out veggies and stuff like that. Puts out weird vibes too. It's pretty standard for Olympias. Well, except for its size. None of the others are this big. Well, if it isn't Alfred. How the hell? You'd address the heir of the Sven family like that? Or has your mind strayed to a time when you were still the legitimate heir? Are you telling me you're the heir? You know this guy? Knew him, more like it. It appears he has confused you with the Alvin of this world. He looks like a bigwig to me. If you act all buddy-buddy with him, maybe he'll let us in. They don't really have that kind of relationship. Is it inappropriate? How come you even know that word? Don't forget we're in a fractured dimension. It just might work. Right. Forgive me, Uncle. I must have forgotten my place. You are forgiven. I was hoping you'd give my friends a tour of your amazing plant. Why not? Oscor's success will only serve to broaden the Svent family's influence, cousin. You'd better start acting the part. Poor Leticia is quite upset over your lack of decorum. Mom? Indeed. She's had it with your constant gallivanting. She's alive. Who are these people? My entourage. They're quite a bunch, yeah? The world is full of dubious sorts looking to sponge off of us. You should choose your friends more carefully. They don't get much more dubious than yours truly. Hmm? Nothing, Uncle. Thanks for the advice. As you know, the Great Spirit Aska was thought to be nothing more than legend. That is until I found, captured, and bent it to my will. Aska's spirit power is more than sufficient to operate this facility in its entirety. I've never even heard of that spirit before. I have no doubt spirits will become a crucial resource in Olympias, the very key to its future. Hey, my uncle's not the catalyst, is he? So, do you keep Aska down in the basement here, or what? There is no basement. Aska's imprisoned in the central portion of the dome. Well then... That was disrespectful, huh? Alvin, was that really necessary? Well, if he's not the Divergence catalyst, then I'd put my money on that Aska spirit being it. But it's not like he was gonna sit back and let us thwack it, right? Indeed. And after all, we did come here. To put this world out of commission. Isn't that right, Luger? So hart es auch klingt, aber muss leider. So. Die Gästezugangskarte. Und Gillens Notiz. Ja. Dann. Machen wir mal rein. Ja, man hat schon gehört, Aska lebt hier. Und hi. Und vor allem die Bonusszene mit Alvin kannte ich noch gar nicht. Das heißt, beim letzten Mal hatte Alvin noch keine so große Freundschaft zu mir. Finde ich schön, dass ich denn jetzt da, dass ich da nochmal was mit ihm bekommen habe. War doch eine schöne Szene nochmal. So. That's the look I want. It's manly and pretty cool, right? No, it's not cool. Yeah, you'll never get a girlfriend looking like that. Man, always busting my chops. Tja, Alvin, du kriegst nie eine Freundin, wenn du so weitermachst. How are we supposed to get through this? So, hier, genau, können wir nicht durch, weil unsere Zugangskarte abgelaufen ist. Deswegen gehen wir hier durch. Und da brauchen wir halt den Code, den wir bekommen haben, nämlich der erste ist 8778. 8778. Schloss deaktiviert. Sehr schön. Und so können wir jetzt hier rein. Hi. Ich habe nur kurz zur Seite geguckt. So, an sich könnte ich die... Ja, Fernseher. Für die, die vielleicht hier etwas Neues sind, mein Fernseher hat gerne die Angewohnheit, ab und zu einfach mal auszugehen. Ah, Moment. Wenn ich den Hammer benutze, benutze ich dann lieber den jetzt als Partnerin. Ja.
sind nämlich zwei Attacken. Habe ich sogar jetzt mit jedem mehr oder weniger einen guten Partner. Hammer mit Elise, Schwert mit Rowan und Pistole mit Alvin. Gut, dass ich an dem Ding erstmal vorbeigelaufen bin. Eigentlich wollte ich die Truhe da aufmachen. Ach komm, machen wir es schnell. Gegen normale Gegner ist Komato sowieso total überpowered. Da können die nicht viel machen. Aber wenn man den E gerade voll hat, dann kann man ihn auch immer eben benutzen. So. Hier haben wir namenlose Samen. Was mir gerade einfällt. Ausrüstung. Okay, du hast schon die beste. Du hast die beste. Jetzt hast du da unten nichts. Nimm dir mal... Nimm mal deine Psyche. Das dürfte helfen. Du hast auch schon das Beste. Okay, die haben sogar alle schon das Beste. Was habe ich denn eigentlich für einen Betäubungsschutz? Nehmen wir lieber das, dann heile ich mich immer. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Look at the size of the tomatoes. Want to see how many I can fit in my mouth? Tomato dishes are my specialty, you know. Are you a good cook? He's pretty good. Really? I'd love to try your tomato omelet sometime. Ah, but roasting a tomato retains its juices and is not to be underestimated. Oh, tomatoes are gross. I'm with you. I draw the line at ketchup. Your loss. You do eat like five-year-olds. Nuh-uh. Nuh-uh. Sehr gut. Nuh-uh. Nur irgendwas. Kriege ich euch beide zusammen? Perfekt. Ich glaube, das haben wir nämlich aber noch nicht gehabt bisher. Kampfverbündete. Wenn wir zwei Gegner, die relativ nebeneinander stehen, zusammen erwischen, dann kriegen wir dann... Sehr gut. Direkt jetzt erstmal Glückskatze gemacht und zack, kommt Rollo raus. Dann Kampfverbündete, dann kommen die beiden hintereinander. Also dann muss man sich zumindest nicht Angst haben, dass die beide gleichzeitig die ganzen Gruppen kommen. Jedenfalls ist es mir bisher noch nie aufgefallen. Ich habe bisher noch nie gemerkt, dass es irgendwie beide gleichzeitig kam, sondern wirklich erst kommt die eine Welle und dann direkt im Anschluss die nächste. War jetzt irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, da vorne kommen wir nicht durch. Deswegen... Ja, krieg ich noch mal... Ja. Geht ein bisschen schneller. Fangen wir alle Gegner einfach zusammen auf. Bong, bong. Und so sieht's. Ich wollte gerade sagen, und so sieht es normal aus, wenn man gerade nicht mit Rollo Gold Cat einsetzen. Aber irgendwie. Ja, da hat man es gerade gesehen, da ist die zweite Gruppe an Gegnern gespawnt. Irgendwie will gerade nur Rollo kommen. So, jetzt aber. Ja. Da haben wir die Lucky Cat. Die voll daneben ging. Hey, Rowan, what's a conductor? Why, it's something that carries electricity, of course. Huh? That's not what you are. Dear me, nothing gets by you, does it? Naja, Rowan mag es auch gerne, Leute zu verarschen. Und die Katze ist wieder zurück. Was hat sie denn mitgebracht? Zwiebel, Gemüse, Napfel und Porange. So, hier kriegen wir auch nebenbei die Napfel und Porange, die ich letztens angesprochen habe. Und Cheryl hat sich uns angeschlossen. Sehr gut, damit haben wir alle Katzen dort. Dann... Ja, Kara. So, hier müsste jetzt der nächste sein. Schauen wir uns mal hier nochmal die Sachen so ein bisschen an. Ah, genau, hier können wir unsere Gästezugangskarte erneuern. So dass wir jetzt theoretisch auch durch einen Gang da durch könnten. Moment. Ich kann es ja mal demonstrieren. So. Jetzt können wir hier jederzeit einfach durchlaufen. Und wollen wir mal Ron nochmal den Langmantel geben. Und weiter geht's. Ich mag diese Anlage.
Allgemein mag ich es, in Splitterdimensionen zu kämpfen, weil dieses X2, was da immer kommt, sieht ziemlich cool aus in der Farbe dann. I can't believe that Olympias has great spirits too. In fossil or spirite form, sure, I could see that. But a physically manifested great spirit? Didn't see that coming. I would imagine that its existence here is only due to this being a fractured dimension. What kind of spirit is Asuka supposed to be? It's said to be the great spirit that commands the power of light. I hope its temperament is sunny too. I've learned not to expect too much from the temperaments of great spirits. I've had a bad experience or two. Tell me about it. Rowan, are there many other great spirits? Well, we've encountered the four great spirits of earth, water, fire, and wind, as well as the great spirits Celsius of ice and Volt of lightning. I've also read about Shadow, the great spirit of darkness, and Pluto, ruler of the underworld. And don't forget Musei, and then Lord Maxwell, who rules over them all. That's what most people believe. But some scholars believe there may be a great spirit even stronger than Maxwell. Stronger than Maxwell? Do they mean Kronos? I believe the possibility is high. Well, let's hope we never run into that guy then. Ja. They can grow trees and doors? Yeah. That's in- Wieso drehst du dich nach links und nicht nach rechts? Time to get serious. Na komm, machen wir es wieder so schnell. Ja, da hat man jetzt ein bisschen was zu Elementargeistern, oder großen Geistern heißen die ja hier gehört. Aber die gibt es ja zumindest in anderen Spielen, zum Beispiel in Phantasia gibt es zum Beispiel Pluto, den Elementargeist der Unterwelt. Wobei ich glaube sogar nur im Remake von Phantasia. Im Original im Original für den Super Nintendo, glaube ich, gab es, was mir gerade auffällt, ich kann mal wieder was zu essen reinschmeißen, gab es Pluto noch nicht. Warum ich manchmal diese Hinterhalte schaffe. Ja, Shadow ist auch schon in vielen dabei gewesen. Sah gerade cool aus mit dem Raketenwerfer. Ja, also Shadow gab es ja auch schon in so manchen Tales-Spielen. Asuka gab es bisher eigentlich auch nur in Phantasia, glaube ich. Gabbit? Ach, Gabbit. Hi. Ansonsten. Kronos gab es mehr oder weniger eigentlich auch schon. So, nehmen wir den Helden wieder als Partner jetzt. Kronos gab es mehr oder weniger in Eternia. So, ich habe doch jetzt noch was Neues gelernt, oder nicht? Schnelle Explosion. Feuerbogen. Das ist auf jeden Fall schon mal die Attacke, die ich haben möchte. Kreuzfeuer. Oh, Todesauge. Kugelfester Mörserfeuer. Kugelfester Mörserfeuer. Dann brauche ich ja nur eine von denen reinzunehmen. Das ist die Attacke. Immer das Todesauge. Ah, da ich mir auch zur Seite. Ja, also wie gesagt, Kronos. Hört man wahrscheinlich vom Namen her, dass es der Elementargeist der Zeit wahrscheinlich ist. Und so einen in der Art gab es, wie gesagt, auch in Eternia. War ein optionaler Elementargeist, den man, ja, bekämpfen konnte. This must be where they manage plant growth. Boah. Auch nochmal auf Standardumgebung zurückstellen. Perfekt. Ja, konnte man optional gegen ihn kämpfen, hat einem dann. Das war ja gut, man hat einfach einen Geist dann mehr gehabt. Und Sekundes war dann auch mehr oder weniger so eine kleine Anspielung auf Daos, dem einem Gegner aus Tales of Phantasia. Vor allem halt einfach mal wegen der Szene mit Indignation, die man da bei ihm machen kann und ihn damit fast one-hitten kann. Du brauchst auch Pistole, nämlich nicht den da hinten besser. Ansonsten, ja gut, Symphonia hat auch Shadow zum Beispiel. Aber für Licht hat es halt Luna und nicht Asuka. Wobei Asuka kommt ja in Symphonia auch vor. Als
Ja, eher so als Unterstützung, also nicht als richtigen Elementar, als jemand rufen kann. So wirklich. Sehr schön. So wirklich rufen kann man Asuka eigentlich nur in Phantasia, glaube ich. So, da dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht durch. Doch, dürfen wir. Das ist unsere Karte. Ja gut, wir haben unsere Karte ja aktualisiert für alles. Dann schauen wir hier nochmal kurz nach. Haben wir die Notiz noch irgendwo da? 7654. Zack, 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 zack. Perfekt. Können wir noch gucken, was wir hier noch finden. So, mal gucken, ob ich an den Gegner noch vorbeilaufe. Meine Güte, sind eine Menge im Gegner. Habe ich zufällig? Ja, ich habe meinen Komatos noch. Perfekt. Ansonsten gibt es in anderen Spielen noch so wirklich Elementargeister. Wow, der hält aber einiges aus, der Typ. Wieso hat der 12.000 HP? Warum auch immer. Ja, perfekt. Und der hat auch massig an Erfahrung gebracht. Uiuiui. Na dann. Ah, da ist noch eine Truhe. Ich habe nur gesagt, dass ich, irgendwas muss es sich ja lohnen, hier reinzukommen. There. No. Not here. Und tschüss. Und dann hat er auch gedacht, hey, ich hab dich doch berührt. Lass mich mit dir kämpfen. Ah, wir scheinen sogar schon fast da zu sein. Ich glaube, da geht's schon zum Boss. Dann erkunden wir noch mal ein kleines bisschen. Ach ja, Moment. Nein, fast. Da. 8708. Nein, da. Kriegst mich nicht. 08. Und tschüss. Jetzt sind wir also bei Paprika, die keiner mag. So. Ich finde, wir haben genug gekämpft. Da können wir uns jetzt noch ein bisschen umschauen. Okay, hier, das müssen wir sogar noch aktivieren. Sonst kommen wir nicht in die Mitte zu Asuka. Wobei mich jetzt mal kurz interessieren würde. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach so jetzt zu Asuka reingehe, ohne das Ding jetzt zu aktivieren? Das können wir noch in dem Part nochmal kurz nachschauen. Speichern werde ich trotzdem mal kurz. Falls der Kampf doch plötzlich anfängt, so ganz überraschend, und das heißt, ja, ja, passt schon, du kämpfst jetzt gegen Asuka. What? Hallo. So. Mal gucken. Ja. Is that what I think it is? Sure looks like it. Ja. Okay, das heißt, wir können eh nichts machen. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir beim nächsten Mal dann diese Kuppel aufmachen oder diese Kuppel runterlassen und uns dann Asuka stellen und dann höchstwahrscheinlich diese Welt vernichten. So böse es auch klingt. Aber wir müssen es machen. Na gut, mit diesem nervigen Piepen dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.